Die Europameisterschaft ist dieses Wochenende. Und ich habe mir gedacht, damit ihr alle wisst, was so abgeht, sprechen wir wieder über das Meta. Es ist wieder Anfang des Monats, das heißt, wir machen einmal eine Tierlist, um halt zu gucken, was sind die besten Decks, gegen welche Decks werden die Leute spielen und was geht da überhaupt so ab. Und dafür habe ich wieder eine Tierlist gebaut. Hier ist die Tierlist. Wow, ich habe ein paar Kategorien entfernt, weil die sich jetzt für die Tierlist nicht so richtig angefühlt haben. Wir haben kein T0 mehr und wir haben auch kein viel Potenzial mehr, weil wir ungefähr wissen, was die Decks so aktuell tun. Wir fangen an mit Flu Wanderers, den Birds. Ich packe die mal in T3 rein. Einfach nur, weil das immer noch super viele Leute spielen. Das heißt, wir erwarten, dass wir mindestens einen Flanderspieler auf dem Event halt irgendwie catchen. Das ist kein gutes Deck mehr. Es macht halt Sachen, wenn es halt die Karten bekommt, die es bekommen muss, damit es spielen kann. Das heißt, es ist Map plus Rubina, das ist eine gute Kombo. Wenn es die nicht hat, schwierig. Und gegen manche Decks ist Ampen halt immer noch ein krasses Floodgate. Dann haben wir einmal Despia. Ich packe das mal in C2. Denn Ash Blossom tut immer noch ziemlich weh. Die meisten Main Ash Blossom aktuell in super vielen Deck-Varianten. Denn wenn das Deck halt spielen kann und es legt den Gimmickpapier dahin, was halt hoffentlich nicht mehr so viele spielen, weil es eigentlich gar nicht die bessere Variante ist. Trotzdem werden es einige machen und deshalb ist die Ash trotzdem Mandatory Main-Deck und deshalb werden die meisten DSP-Spieler davon halt wirklich Hops genommen, weil das Deck kann in sich halt auch schon ein bisschen bricken. Dann haben wir einmal Dinos, das packe ich einmal nicht competitive rein. Ihr könnt jetzt einmal Buh in die Kommentare schreiben, ich verstehe es. Ich glaube nicht, dass das Deck so viel tut, dass es aktuell wirklich competen kann. Schreibt dafür in die Kommentare, Hate-Nachrichten ist mir vollkommen egal. Ich finde es schade, ich mag Dinos sehr gerne, aber ich glaube nicht, dass der neue Support genug getan hat, damit es in der aktuellen Meta viable ist. Ich sehe es halt gegen manche Decks ganz gut, aber gegen Kashtiras Probleme und gegen Runikas Probleme. Und wenn wir gleich die Tierliste hier vervollständigen, werdet ihr sehen, dass das ein ziemlich großes Problem ist im aktuellen Format. Weiter geht's mit D-Link. Und ich packe D-Link auch mal in Tier 2. Ich habe kurz überlegt, ob ich D-Link vielleicht in Tier 1 packen soll. Ich glaube aber, dafür ist das Matchup gegen Runik und gegen Kashtira nicht gut genug. Gegen Kashtira habt ihr echt Probleme. Gegen Runik könnt ihr theoretisch halt ein bisschen spielen, denn ihr habt Lichtmonster vom Gegner, die ihr banishen könnt. Und manche Sprite-Monster, die ihr banishen könnt mit den Bissils. Ihr habt ein ganz solides Endboard. Ihr könnt wirklich okay in ein Board reinspielen mit den Bissils, mit anderen Karten, mit Normal Summons, mit Livian hier. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich reicht, um halt wirklich eins der besten Decks im Format zu sein. Machen wir weiter mit Dogmatica, nicht competitive, werde ich nicht viel Wort drüber verlieren. Pendel, auch aktuell nicht competitive, werde ich auch nicht so viel zu sagen. Drytron, surprisingly ein gutes Deck. Nicht gegen Kashtira, aber gegen so ziemlich jedes andere Deck ist das eigentlich ziemlich okay. Denn wenn es die Sachen nicht aus dem Friedhof banishen, dann haben die halt nicht so viele Probleme, dann können die wirklich halt die ganzen Sachen nochmal machen in der nächsten Runde. Gegen D-Link ist das auch ein bisschen schwierig, das heißt, wenn ihr D-Link Kashtira abbekommt mit Drytron, kritisch, aber ansonsten sehe ich das, glaube ich, gar nicht als so ein schlechtes Deck an. Das gleiche gilt für Dark World, das wird ein bisschen davon abhängen, wie viele Leute wirklich halt Droll Main decken werden. Ich denke mal schon, einige werden das tun und deshalb glaube ich nicht, dass Dark World da wirklich viel reißen kann. Dann haben wir einmal Exorcister. Ich weiß, es hat eine Remote YCS gewonnen. Ich sehe es trotzdem hier. Und ich erkläre euch einmal ganz kurz warum. Das Deck selber ist ein Deck, was an sich nicht gut ist. Es hat ein paar Sachen, die kann es machen. Wenn es First geht, ist es ganz solide. Wenn es Second geht und ihr habt einen Shifter, ist es auch ganz gut. Ihr könnt auch Second theoretisch auf den Zeus gehen. Ihr könnt ein paar Sachen machen. Ich glaube aber, dass jedes Deck, was oben drüber ist, ein höheres Ceiling hat, konstanter ist, mehr tun kann. Und gegen mehr Decks ein gutes Matchup hat. Ich sehe das aktuell wirklich halt gar nicht im Format. Wie auch immer, dass die YCS gewonnen hat, ich kann es noch nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Deck ist, das ich picken würde. Das gleiche übrigens für Etignista, auch kein Deck, was ich picken würde für ein Event aktuell. Der Tower ist halt ganz nice, aber es spielen immer noch sehr viele Leute Kaijus, um halt gegen Poli was zu haben oder gegen Rysard. Also wenn es wirklich auf dem Tower endet, ist es in der Regel nicht genug. Ich habe auch komische Listen gesehen mit Mathmag, Ignista und anderen 60 Card Piles in Cybers. Ja, man spielt Mathmag, keine Ahnung. Und dann haben wir einmal Garsh, Dida. Und das ist für mich ein Tier-1-Deck. Hands down. Ich wollte es erst in Deck-to-Beat packen, aber ich packe in Deck-to-Beat gleich was anderes rein. Denn ich glaube, das werden die meisten Leute im Großteil auch erwarten auf der EM
und im aktuellen Format, was für die meiste Playerbase angeht. Da komme ich gleich noch drauf. Dann schmeiße ich auch einmal Labyrinth in Tier 1 rein. Sowohl der Furniture-Build als auch der Ich spiele mehr Traps als du. Die beiden Decks gehören für mich beide in Tier 1 rein. Denn der komplette Trap-Build ist extrem gut, wenn das mehrere Floodgates spielt und die Floodgates den Gegner halt hops nehmen können. Radical ist eine gute Karte, D-Berry ist eine ganz gute Karte gegen ziemlich viele Decks im Format. Und ich glaube schon, dass das Deck sehr viele Leute hops nehmen kann. Und der Furniture-Build ist halt ganz cool, weil ihr in der generischen Runde so eure ganzen Monster beschwören könnt. Ihr könnt Karten schießen, ihr habt die Fiesbill, keine Karte schießen. Ihr könnt Trap aus dem Deck setzen, die wirklich live sind. Ich glaube, das Deck macht sehr, sehr viel Zeug, was euch extrem nerven kann. Mein Deutsche mache ich ganz, ganz kurz. Nicht competitive. Sad. Manadium packe ich in Tier 3. Das Endboard selber sieht echt gut aus. Aber der Weg dahin zu kommen im aktuellen Format, den sehe ich nicht. Und ich glaube, dass das Board relativ einfach auseinandergepflückt werden kann, wenn wir die richtigen Tools haben im Deck. Also gerade gegen die ganzen Runic-Varianten sehe ich es wirklich nicht so gut, denn Chaos Engel ist halt eine richtig gute Karte, aber die ist halt nur, also die Synchromonster sind unberührt von Monster-Effekten und ja, die ganzen Runic-Karten sind halt Spells. Glaube ich deshalb nicht so gut. Ich packe Marincis mal in Nicht-Competitive. Auch da werden sie wahrscheinlich wieder sagen, ah, das ist ein Tier-3-Deck, das macht für mich keinen großen Unterschied. Ich glaube schon, dass man das Deck spielen kann. Ich glaube, dass das Deck gar nicht so bad ist. Es macht ein paar gute Kombos. Zelante ist eine unglaublich gute Karte. Wirklich halt, um Boards zu brechen und komplett zu clearen. Ist alles gut. Ich glaube aber, das Deck lässt sich, wenn es Second geht, zu einfach aufhalten. Wenn ihr nämlich den Normals dann wegkillt und er hat nicht den Special in der Hand oder den Access zu dieser Karte, können die halt keine Kombo spielen. Und ich glaube, das ist das größte Problem von dem Deck. Ich packe Mikanka auch mal nicht competitive. Und dann packe ich auch einmal Naturia hier rein. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich Naturia schon ewig nicht mehr gesehen habe, seit dem letzten Banlist-Hit. Und ich glaube, dass wenn wir ein Runic-Deck spielen wollen, wirklich, wo Runic die Hauptengine ist, die supplementäre Engine ist, glaube ich, die Engine, die gleich kommen, alle besser als die Naturia-Engine. Deshalb würde ich es halt nicht spielen. Dann haben wir einmal das Plan-Deck, also Rikas, San Avalon, keine Ahnung was. Das One-Card-Combo-Deck mit dem neuen Monster und Scheiß. Ist ein gutes Deck. Ich glaube, dass es Go First wirklich ein nicht unbrechbares Board hinlegen kann, aber ein Board, was super, super schwer zu brechen ist. Das Problem, was ich habe, ist, wenn das Deck Second geht oder ihr geschiftet werdet, ihr könnt spielen, aber ich glaube nicht, dass ihr genug spielen könnt. Und das macht das Deck für mich zum Contender, dass es auf jeden Fall toppen wird. Da gehe ich safe von aus. Es ist ein gutes Deck. Viele Leute kennen die Karten immer noch nicht. Obwohl ich nicht weiß warum, lest euch die Karten mal durch. Das Deck ist wirklich scary. Guckt euch ein paar Kombos an, damit ihr weißt, was das Deck tut. Damit ihr weißt, was das Deck... Mein Deutsch. Damit ihr wisst, was das Deck tut. Es ist ein gutes Deck. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, lasst noch gerne mal ein Like dafür das Video, wenn ihr Bock habt, diese Meta-Analysen auch einmal im Monat zu bekommen. Diese T-Listen sind jetzt nicht super aufwendig, aber ich muss mich natürlich schon mit dem Format ein bisschen beschäftigen, damit ich euch einigermaßen sinnvolle Sachen sagen kann. Und ich war natürlich jetzt, dadurch, dass ich auf der DM war, ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Meta selber beschäftigt, bin ich natürlich ein bisschen mehr in der Materie drin. Merkt man vielleicht, dass ich zu manchen Decks mehr sagen konnte als in vorherigen Videos, wo ich jetzt vielleicht drin war, aber nicht so drin, wie ich halt aktuell bin. Ich bin übrigens nicht auf der Europameisterschaft, falls euch das fragt, denn ich muss arbeiten. Dann haben wir einmal Plunder, das packe ich in T3 rein. Und das ist eins der Beispiele, was ich meinte, wo die Runic Engine besser aufgehoben ist, als wenn ich halt Naturia spielen würde. Weil Plunder hat halt nichts von dem Power Level verloren. Es ist zwar nicht die beste Runic-Variante, aber es ist trotzdem eine Engine, die euch wirklich gut Plus generieren kann und ein paar Negates hinlegen kann, die wirklich nicht bad sind. Und das ständige Kartenziehen ist halt auch nicht so bad. Dann haben wir Poli, das packe ich mal in Tier 2. Eigentlich ist das Deck gar nicht mal so gut. Aber die Gorsaken-Variante, die mit Lava Golem und mit den ganzen Schnellzauberkarten dich halt umbringen kann, ich sehe die schon als ziemlich scary an, wenn ihr euch nicht darauf vorbereitet, dass das euer Gegner sein kann. Denn wie gesagt, der Lava Golem nimmt euch zwei Monster weg. Aua. Und die Quickspells, die nicht Monster Turn sind, die euch die Karten aus dem Deck geben, die nicht Monster Turn sind, also das Ding, was hier auf dem Kleinbildchen ist Monster Turn, aber das kleine Ding nicht, das heißt, es kann jedes Mal neue Karten von der Länge generieren. Das ist ganz schön scary manchmal. Dann haben wir einmal in das Tier Deck to Beat.
Runic vorher. Ich habe ja in den letzten Videos gesagt, dass ich glaube, dass es nicht so viele Leute gibt, die das Deck richtig gut piloten können. Und wer hätte das gedacht? Ich lag falsch. Es gab sehr viele, die das Deck sehr erfolgreich gespielt haben. Und ich glaube, Joshua war zwar der Einzige, der getoppt ist auf der DM, aber es ist trotzdem ein unglaublich gutes Deck und ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesehen in verschiedenen Varianten. Ich glaube, dass die Liste, die Joshua gebaut hat, wirklich ziemlich gut ist und ein paar Schwächen und ein paar Sachen, die ich nicht so gemacht habe an Dinkas Liste, sogar für mich besser gemacht hat, die ich auch nachvollziehen konnte. Und ich glaube, der hat es jetzt ein bisschen einfacher zu piloten, weil ich mehr dieses krasse Ressourcenmanagement machen müsst, sondern müsst ihr einfach gucken, dass ihr die Pieces in die richtige Position schiebt und dann könnt ihr wirklich halt gut spielen und halt 6 Karten ziehen. Dann Super Heavy Samurai packe ich einmal in nicht competitive rein. Okay, wie erkläre ich es am besten? Das Deck selber ist ein gutes Combo-Deck. Es macht Stuff, aber dadurch, dass es halt 2 Karten-Kombos braucht, die relativ einfach interrupted werden können mittlerweile, macht es nicht mehr genug. Und deshalb packe ich es hier nicht competitive rein. Vielleicht passiert hier auf der EM was, was ich nicht erwartet habe. Ich glaube aber aktuell nicht, dass ich Super Heavy Samurai spielen würde, wenn ich die Wahl hätte. Dann haben wir einmal Sword Soul. Das ist für mich ein solides Tier 2 Deck. Ich würde es aber tatsächlich schlechter ansehen als alle 4 der anderen. Also das ist für mich so Bottom an Tier 2. Ich mache das eigentlich nicht, dass ich das so in der Richtung ranke, aber ich glaube, dass Sword Soul besser ist als alle im Tier 3, was die Consistency angeht, das Endboard, Ghost Second spielen. Aber ich glaube, dass es nicht an das Level rankommt von den anderen 4 Decks. Deshalb hätte ich ganz gerne jetzt hier ein Tier 2,5, aber das macht am großen Ende keinen Unterschied. Deswegen ist Sword Soul ein Deck, was in Tier 2 gehört, weil es wird viele aufkommen, viele Leute werden spielen. Und es gibt mittlerweile auch ein paar verschiedene Varianten davon. Heißt, man kann nicht genau erwarten, was der Gegner spielt. Spielt er den Ringewurm, spielt er Denglong? Macht er meinetwegen eine Engine mit, wie heißt das Ding? Dem Fairy Dragon, habe ich auch schon gesehen. Ganz wilde Sachen. Ist ein gutes Deck. Dann haben wir einmal Sprite. Und Sprite ist wirklich gerade schwierig, denn das Sprite Mayfi Deck, also darum geht es mir jetzt gerade in dem Ding hier, ist für mich auf jeden Fall besser als die Decks hier. Vielleicht nicht unbedingt als Deling und Despia, aber so, ja, schon, eigentlich schon. Ich würde Sprite tatsächlich Tier 1 an, ja, nee, ich pack's mal in Tier 2 rein. Es ist ein gutes Deck, es ist wahrscheinlich auf einem ähnlichen Power-Level wie Despia und wie D-Link, wenn man sich das pure Sprite-Deck anguckt, denn es verliert halt wirklich hart gegen Dark Ruler, es hat keinen Follow-Up mehr, aber das First-Door-Board zu brechen ohne Dark Ruler ist schon ziemlich schwierig. Dann haben wir immer Tier-Shizu, kommt in nicht competitive rein, warum auch immer die Leute das immer noch spielen, frag mich nicht, aber die Leute spielen es immer noch. Dann haben wir einmal Trap Tricks, auch das kommt für mich in Tier 3. Ja, es ist halt spielbar, es ist ein solides Deck, es macht Sachen ziemlich gut, nur Ghost Second hat das echt Probleme. Könnt ihr mal Dennis fragen, wie das so ausgeht, wenn man mit dem Deck nur Second gehen muss. Dann haben wir einmal Trin Runic Sprite und das packe ich auch zu Deck to Beat. Denn ich glaube, dass die beiden Decks, Runic Fire und Trin Runic, also diese beiden Deck-Varianten, sich die meisten Leute darauf vorbereiten werden, weil das hat, ich glaube, die höchste Repräsentation gehabt im Top Cut, also so ein Sprite mit ein paar anderen Engines. Und ich glaube, dass die meisten sich auf diese Varianten vorbereiten werden, weil die werden wahrscheinlich gerade an den höheren Tables deutlich häufiger sehen. Und das letzte Deck ist MathMac. Das packe ich auch mal gediegen in Tier 3. Ich glaube, das ist ein okayes Deck, wenn es Access to Circle hat. Wenn es den nicht hat, ist das Deck ziemlich bad. Es kann immer noch Sachen machen, aber es ist wirklich deutlich schlechter und ihr habt nur noch 7 Wege an Circle heranzukommen. Und 6 von den Wegen kosten euch eine Handkarte. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so worth it ist, dann wirklich halt das Deck zu spielen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch viele Leute angefangen, das Deck mit einer zweiten Engine zu spielen, dass sie halt nicht nur die ganzen Engines machen können mit den Circler und den MathMac-Sachen, sondern ein paar andere Sachen machen können. Und ja, das ist sie. Das ist die T-List, die ich jetzt in dem neuen Monat erwarte. Ich glaube, dass wir sehr viel von den ersten 4 Decks sehen werden. Also übrigens für alle, die die T-List noch nicht verstanden haben. Deck to Beat und Tier 1 sind das gleiche Tier. Und die meisten Leute werden sich auf das Deck to Beat vorbereiten, damit sie das halt schlagen können. Deswegen heißt es auch Deck to Beat. Ist aber alles Tier 1. Also wir haben 4 Decks in Tier 1, wir haben 6 Decks in Tier 2, was ich sehr viel finde. Sehr viele Decks in Tier 3 und ein Haufen anderer Decks, die ganz woanders landen, die ihr wahrscheinlich trotzdem irgendwo gegen irgendwelche Runde sehen werdet. Vielleicht nicht unbedingt auf der EM,
weil es ein Qualifier-Event ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie viele von den anderen Decks auch im Feature-Match, im Top-Cut sehen werden. Das war's von mir. Guckt euch einmal eins dieser tollen Videos an. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, rein. Ciao, Leute.